Vater war Professor für Schiffstechnik und meine Mutter ist Mathe-Physiklehrerin. Meine Schwester ist Biochemielehrerin. Ja, also Lehrer wollte ich nicht werden. Ich habe immer alles gleichzeitig gemacht irgendwie und im Theater eben halt auch ganz am Anfang mal gespielt, aber das habe ich ganz schnell gemerkt, dass das nicht meins ist. Und habe Dramaturgie und Regie eben halt gemacht und dann im Fernsehen. Und das ging auch innerhalb der Studienzeit, konnte ich das alles irgendwie so machen. Aber ich habe dann einen Ausreiseantrag gestellt, nachdem ich irgendwie ein Jahr beim Fernsehen gearbeitet hatte und das Volontariat gemacht habe und dann den Studienplatz gekriegt hatte, habe ich mich dann entschlossen, irgendwie meiner Freundin, die schon im Westen war, eben halt nachzufolgen. Und irgendwie hatte ich mich dann schon an den Westen irgendwie gewöhnen können und habe das schon irgendwie als einen Vorteil empfunden. Habe ich dann fürs ZDF und ARD und die dritten Programme und so viel Fernsehen gemacht und habe damit nicht nur mein Studium finanzieren können, sondern letztendlich konnte man mit Fernsehen innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen und das war natürlich günstig. Und dann irgendwann nahm das Theater oder die Theaterarbeit immer mehr zu und dann habe ich irgendwann entschieden, also habe ich mich dann gegen das Fernsehen entschieden und habe dann gesagt, okay, jetzt wirklich jetzt spezialisiere ich mich auf Theater und mache das tatsächlich auch zu meinem Beruf. Und dann habe ich mich mit Freunden, mit denen wir da wie auch in der Gruppe zusammengearbeitet haben, haben wir uns selbstständig gemacht, 5 Leute, und haben eigentlich eine Produktionsgemeinschaft gebildet und wollten kein Theater, sondern haben uns immer eingemietet in die Theater und wollten eben halt uns das auch offen halten, dass wir gesagt haben, wir suchen uns die Räume nach den Stücken, die wir eben halt inszenieren wollen. Und damit hatten wir dann sehr schnell sehr viel Erfolg in Berlin. Mercedes von Thomas Brasch, den ich damals auch kennenlernte, mit dem ich mich auch leidenschaftlich gestritten habe. Leider inzwischen ja verstorben, aber das war meine allererste Regie. Also man muss schon konstatieren, dass wir unglaublich dreist waren, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten und es einfach gemacht haben. Und aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich mich umdrehen und sagen, um Gottes Willen oder sowas. Aber für die damaligen Verhältnisse war das irgendwie eine gute Inszenierung. Also Thomas Pasch hat es, wie gesagt, nicht gefallen. Und deswegen haben wir es auch gestritten, als er es gesehen hat, dann irgendwie bis nachts um 4 irgendwie uns angeschrien da. Aber es war eben halt alles von so einer Selbstverständlichkeit, dass man sagt, ja, okay, learning by doing, wir machen das, wir haben nie assistiert, nie hospitiert oder sowas, wir haben es einfach gemacht. Man hat dann wirklich sukzessive irgendwie gelernt und auch mit den anderen viel gelernt. Also ein bisschen was wusste ich von Hannover, aber ehrlich gesagt nicht viel. Ja, fühle mich jetzt eigentlich auch eher so wie viele Hannoveraner, die dann eben halt so die Lieblingsecken beschreiben oder die Lebensqualität in dieser Stadt eben halt dann anders benennen, als man das irgendwie gesehen hat, als man so von außen reingeguckt hat. Für mich war nach 11 Jahren wirklich dann im Süden oder dann auch noch in Österreich und Schweiz, also was ja kulturell dann auch wirklich nochmal von uns Deutschen wirklich sehr weit entfernt ist, war das wie ein Nachhauskommen so einerseits und andererseits wusste ich, dass es eben halt jetzt nicht so ein Home Run wird und dass man die Leute hier jetzt nicht so im Vorbeigehen irgendwie erobern kann, dass sie auch durchaus sperrig sind und eben halt auch also manchmal gnadenlos ehrlich, also nicht manchmal, sondern eigentlich immer. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich mit dieser Umgangsweise oder mit dieser Mentalität viel mehr anfangen konnte als mit dieser Verlogenheit in Wien oder diesen komischen Verdrucksten in der Schweiz oder sowas. Also, und das war für mich schon das, was ich auch erwartet habe. Also, ich bin manchmal ganz froh, dass ich eben halt Regieführender Intendant bin, weil ich dadurch automatisch überhaupt gar nicht mich entziehen kann. Diesen Prozess will ich auch gar nicht. Also, das ist ja, also wenn ich darüber rede, was mein Beruf ist, dann sage ich ja Regisseur. Intendant ist ja kein Beruf, das ist eine Berufung. Ne? Dass man verliebt ist in diesen Prozess, der eben halt immer etwas Chaotisches ist, der immer etwas damit zu tun hat, dass man mit Menschen zu tun hat, die nicht so ganz normal sind. Irgendwie man selber ja vielleicht auch nicht unbedingt. Und das muss man lieben und die Leute muss man lieben. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, um das auszuhalten, diesen täglichen Wahnsinn. Gerade im Theater ist die Gefahr, dass das alles immer so hierarchisch auf so eine Pyramide also zuläuft, dass dann irgendwie da oben einer sitzt, der dann gottgleich dann irgendwie behauptet, alles zu können und alles entscheiden zu können.
Das finde ich total doof. Da gibt es so viele Spezialisten in so einem Theater, die in ihrem Bereich viel besser sind als der Einzelne, der da vielleicht jetzt gerade irgendwie für alles dann die Verantwortung am Ende haben muss. Ne? Das Hauptding ist dann eigentlich, dass die Kommunikation dahingehend läuft, dass ich zumindest das Gefühl habe, ich bin dann informiert über die Sachen, die in diesem Haus stattfinden. Für mich ist das eigentlich so ein bisschen wie, dass du so wie eine Wohnung kriegst mit so einem schönen Wohnzimmer und einer schönen Küche und da kannst du irgendwie Leute einladen und kannst dort selber irgendwie über eine Kontinuität einer künstlerischen Arbeit hin bestimmen. Was ich mag, ist Leute, die einen eigenen Kopf haben, die eine eigene Meinung haben, die durchaus irgendwie auch Mund aufmachen und sich trauen, irgendwie das, was sie denken, irgendwie auch zu sagen. Dass Menschen miteinander versuchen, irgendwie auf eine gute Art und Weise miteinander umzugehen. Also, dass das nicht abhängig gemacht wird irgendwie von dem Status, ob das jetzt ein Praktikant ist oder ein Hospitant ist oder sowas. Ich habe eigentlich mit Volo, mit Tod und Wiederauferstehung und jetzt mit Im Westen nichts Neues, habe ich sozusagen in 5 Jahren dreimal irgendwas geschafft, worauf ich stolz bin, irgendwie in Hannover. Und das ist eigentlich für einen Regisseur jetzt nicht so wenig. Ich versuche eigentlich immer, die Situation so ehrlich als möglich von mir und auch von denjenigen, mit denen ich sie dann austragen muss, irgendwie auszusprechen. Also, dass man jetzt das gar nicht schön redet oder irgendwas. Und komischerweise, wenn man da versucht, ehrlich zu sein, dann ist das immer gar nicht so schwierig, wie man sich das vorher vorgestellt hat.